Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hytroneer. So, heute geht's auf die Reise nach Volcalidus. Genau da gehen wir heute hin. Und ich freue mich schon, also hier steht ja auch immer noch dieses keine Werkzeuge, keine Fahrzeuge, also wir können nichts mitnehmen. Ich wollte eigentlich einen separaten Spielstand anfangen, aber dann dachte ich mir, warum eigentlich? Das braucht's nicht, weil wir können ja jederzeit hier zurückfahren. Das bleibt ja alles gespeichert, wie es ist. Von daher einmal Ding, Ding, Ding. Und wir verlassen den Hafen und fahren rüber zum Vulkan. So, ich habe mich da zwar schon mal umgeschaut, aber im Grunde weiß ich überhaupt nicht, was auf uns zukommt. So, es lädt jetzt erst einmal. Weil das ist ja eine ganz neue Map. Kann ein bisschen dauern. Ich hoffe jetzt nicht allzu lange. Und dann sind wir in Volcalidus. In Vulkan sind wir dann. Jawohl. Schönes Bildchen. Und da bin ich ja wirklich so neugierig schon drauf. Weil durch das, dass es ja, also man kann Wasser irgendwie herstellen, Wasserdampf oder sowas. Und man kann eben diese Pipelines, also die Rohre werden mit Lava betrieben. Da bin ich mal gespannt, was ich für was brauche. Und dann gibt es noch eine Sache auf der Insel, und zwar gibt es da einen Dinosaurier. Der irgendwie aus, ich glaube, 60 bis 70 Knochen oder sowas besteht. Und diese Knochen kann man finden. Und dann eben dementsprechend einen Erfolg bekommen und dann natürlich auch ein bisschen Geld bekommen. Es gibt YouTuber, die raten auch dazu, das zuerst zu machen, weil das eben sehr viel Geld bringt. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt... Knochen sammeln gehen. Das Geld bekommt man auch so zusammen. Dauert halt ein bisschen, aber meine Güte. So, und schon sind wir da. Also wie gesagt, man kann jederzeit einfach Hebel wieder umlegen und dann fährt man wieder zurück. Und kann dann eben auch an dem Spielstand weitermachen, wo man stehen geblieben ist. Würde das jetzt nicht passieren, dann wäre es mir auch egal. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Müssen wir da hoch? Ah! Ah, so you're the Hydroneer we've heard about. Welcome to Volcalidus. Things are a lot different here, but you'll get it. There's no water sources, but there is lava-powered machines. You'll progress far if you help rebuild the town of Newglade, but until then, the nearest jeweler is in this harbor. I need you to take this to Dawnrest. It's a dig site south of here that you can use. Take the truck we've left next to this ship. Alles klar. Also, I'm right glad those hydrosaurs are extinct. Was? Irgendwas? Irgendwer ist ausgestorben? Okay, keine Ahnung. Jedenfalls, königlicher Versandservice. Wir sollen diese Kiste zu Elsie Morgenruhe bringen. Machen wir natürlich, ne? So, und dafür steht auch irgendwie hier ein Fahrzeug bereit. Ah ja, davon. Gut. Wo jetzt allerdings... Ah, da liegt sogar eine Karte drauf. Was jetzt allerdings die Frage ist, wo ist die? Wo sind wir? Ah, so, wir sind da im Norden. Und die Quest ist anscheinend mitten... Ach nee, da ist das Ausrufezeichen. Newglade. Okay, das heißt, wir müssen den Weg entlang fahren und dann rechts. Und da ist auch ein gelbes Ausrufezeichen. Warte mal, mach das mal so. Oh. Mach das mal so. Wieder aussteigen. Ah nee, okay, das ist nicht gut. So, na doch, ich kann es euch zeigen. So, wir sind jetzt halt hier. Harbor, also Hafen. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Spot ist, wo ich arbeiten kann. Hier ist ein Ausrufezeichen. Und hier drüben müssen wir anscheinend das Ganze hinbringen. Vermute ich mal. Elsie in Morgenruhe. Morgenruhe.
Southern Outpost. Da muss man sich natürlich erst einmal... Da unten ist nochmal ein Hafen. Okay. Mods Island. New Glade. Dawnrest, also da müssen wir hin. Okay. Dawnrest. Das ist der Juwelier, wo wir Sachen verkaufen können. Was gibt's denn hier noch? Da können wir Ausrüstung kaufen. Das sind dann eben diese Lavatunnel. Leitet Lava weiter, verringert den Lavadruck um 2,5. Also im Grunde sind das halt die gleichen Rohre wie drüben. Das ist quasi die Eisenrohre, wenn man so mag. Kompressoren haben wir hier. Jawohl, also wieder so die gängigen Sachen, die wir am Anfang eben brauchen. Auch wieder mit Werkzeugen. Ich meine, jetzt, wenn man jetzt sich mittlerweile ja dann auskennt, dann ist das ja auch schon mal gut. Was? Hartstein raffinier. Achso, das ist die Grabungsmaschine. Ja, ja. Interesse habe ich auf jeden Fall. Da stehen ein paar Questgeber rum anscheinend. Okay, aber ansonsten ist da nichts. Servus. Ist ein bisschen frisch. Ja, glaube ich. Was haben wir hier? Achso, das ist einfach nur eine Lampe. Okay, dann fahren wir halt einfach mal rum. Ich denke mal, dass manche genauso neugierig sind wie ich. Es gibt ja nur ein paar, die das Spiel auch selber machen. Da geht es nicht durch. Da geht es anscheinend durch, aber keine Ahnung, was da hinten ist. Wir fahren jetzt halt mal hier weiter bis nach Morgenruhe. Okay. Ein Schild. Falsche Richtung. Okay, da geht's zum Berg hoch. Und da ist zum Arbeiten. Aber ich glaube, wir müssen hier... Warte mal, schauen wir mal auf deinen Plan. Wir sind fast da, ne? Gleich hier rechts von uns. Hä? Ach, da oben wahrscheinlich. Da bei dem Zelt. Fahren wir mal hin. Ist es sie? Ja, ja. Du kriegst das Paket und ich krieg die Tokens. Bitteschön. Thanks. I'm well chuffed. I need you to deliver this. Ich muss das liefern, okay. Sind wir jetzt hier erst einmal Lieferboten? Ich meine, ist auch in Ordnung, ne? Aber 200 sind es jetzt. So. Her damit. Königlicher Versandservice. Major Osbert. Neue Lichtung. Schauen wir mal, wo die neue Lichtung ist. Okay. New Glade. Das heißt, wir müssen in die Richtung, wie das Auto jetzt auch steht. Aber hast du noch was? Nee, das ist das. Ist in Ordnung. Fahren wir einfach mal weiter. Nach New Glade. Ja, irgendwann kennt man sich da schon aus. Schaut so aus, als hätte der einen Haken. Ja, der hat einen Haken da oben drauf, ne? Und der wird mit Lava getankt anscheinend. So, New Glade. Willkommen. Schaut ungemütlich aus auf jeden Fall. Die haben eine Glocke hier drüber. Okay, schauen wir mal.
Oh, wie bist du? Ach, du hast schon gleich hier. Na, komm, her damit. Gleich die ersten Sachen einsammeln für Aufträge. So, muss ich dir das Päckchen bringen? Ah ja, gut. Ist in Ordnung. So, Major Osbert, bitteschön. Thank you. I need you to deliver this. Das soll nach Burville, alles klar. Dann tun wir das mal, zack, hier drauf. Also wenn ich gewusst hätte, wäre ich anders hingefahren. Genau, und hier sieht man eben dieses Gestell mit den Knochen. Und der Typ da hinten, der gibt einem quasi den Auftrag, diese Knochen zu finden. Also für einen Knochen bekommt man die 100. Danach will er mehr Knochen. Keine Ahnung, 5 oder 6 Stück und dann noch mehr und dann noch mehr, bis eben dieses komplette Dinosaurier Dingsi fertig ist. So. Burville. Burville? Ach, okay. Das heißt, wir müssen den Weg weiterfahren und dann da über die okay. Wir können natürlich mal schauen, was die hier noch so haben. Da für die normalen Tokens. Tier 1 Baukiste für den Bau von Ladenstufe 1. Eine Ladenstufe. Verwendet, um Geschäfte in New Glade zu bauen. Platziere es auf einer leeren Baustelle, um zu beginnen. Für 50 Teile. Schmuckhersteller Baukiste. Verwendet, um Geschäfte in New Glade zu bauen. Platziere es auf einer leeren Baustelle, um zu beginnen. Fahrkartenbüro-Baukiste. Oh, wir bauen quasi hier mit den Teilen die Stadt ja wieder auf. Okay. Lava-Harvester. Bricht Eis- und Frostgestein. Das ist anscheinend das Stufe 1, oder ist das schon, ne? Lava-Bohrer, Geschwindigkeitsbonus. Größenbonus. Warum hat das Ding Totenköpfe drauf? Gegenstandsverbesserungen. Adernbonus. So, hier haben wir dann wieder die gängigen Rohre. Das sind die ganz normalen Eisen. Eisschmelzer. Schmilzt Eis, um Wasser zu erzeugen. Unverzichtbar für den Betrieb von Förderbandanlagen in Volcalidus. Die Wasserproduktion wird deaktiviert, wenn ein Logikwert von 0 übergeben wird. Okay. Das ist Hartstein-Raffinier. Verfeinert Hartstein zu verwendbaren Blöcken. Füllt mit Hartstein, bis er Logikwert erreicht ist. Bettfilter, Waage, Magnet, Minenhelm. Am Kopf befestigt, beleuchtet, Beleuchtungsvorrichtung zum Tragen. Ah, okay. Nochmal eine Karte, ne? Okay. I'd like you to make me something. 1,5 Gewicht. Also wir nehmen uns gleich die ersten Dinger hier mit, ne? Weil dann können wir nämlich auch sofort anfangen mit Münzen sammeln. So, und hier müssen noch 2 sein. Fahren wir einfach mal hier rechts rum. Schauen wir mal. Mal die Augen offen halten, wo hier noch mal jemand ist. Da steht jemand rum. Er hier. So, was hast du? 40,5 Gewicht für 98 Scout-Gilde-Token. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite im Grunde noch mal jemanden. Was auch immer das darstellen soll, ist okay. Aber wir müssen uns natürlich erst einmal ein bisschen kundtun, ne? So, hier müssen wir dann wieder raus. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier vor. So.
Servus, Lair. 44er Gewicht, 405 Token. Ah ja, da geht's zum... Okay. Ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt halt im Grunde... Ne, warte mal, ein Auftrag ist noch, ne? Kann das sein, dass das der eine Auftrag ist jetzt halt mit dem Knochen? Wahrscheinlich, ne? Fahren wir mal. Weil es interessiert natürlich mich schon, bevor wir jetzt da irgendwo hindüsen. Aber ich glaube, das ist der innen steht. Was haben wir hier? Der Stock Market. Der Stock Market interessiert mich ja nicht. Also, ich meine, das kann jeder handhaben, wie er will, aber sobald man hier irgendwas verkauft, geht ja der Wert runter. Und ja, gib mir mal den. Geht ja der Wert runter. Und dann muss man Ewigkeiten warten, bis der wieder nach oben geht. Und von daher hast du beim Juwelier eigentlich immer konstant einen guten Wechsel. Okay, das war tatsächlich der mit dem Knochen, alles klar. Dann jetzt hat es beim Hafen vorne sind auch nochmal zwei. Ist egal, ich fahre jetzt da nicht zurück. Erstmal nicht. Warte mal, müssen wir jetzt da durch? Wenn man sich noch nicht auskennt, ne? Nein, ich muss einmal mich umdrehen und dann hier vorne raus aus dem Tor. Hier müssen wir raus. Ja, da sieht man sogar schon mal einen Knochen. Den können wir uns vielleicht gleich holen. Ich habe gehört, dass es am besten ist, die nachts zu suchen. Weil die dann nämlich leuchten. Ich weiß bloß nicht, ob ich dafür eine Schaufel brauche oder sowas. Aber nachts ist es ganz gut, die zu suchen, weil die leuchten. Da ist er. Genau, weil dann leuchten die nämlich so ein bisschen. Weiß nicht, ob hier vielleicht nochmal einer ist. Haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Knochen. Schauen wir mal, ob da vielleicht doch noch was ist. Ich glaube, das ist die Stelle, die man von der Straße her aus auch nicht so sieht unbedingt. Naja. Haben wir jetzt auf jeden Fall den ersten. Hydrosaurrippe. Ein Fragment eines Hydrosauriers. Das Museum von New Glade wäre daran interessiert. Jawohl. Einmal drauf. Einmal weiter. Da oben leuchtet auch was. Auf dem Hügelchen direkt vor uns. Ich glaube, die Teile zu finden, das ist nicht einfach. Komme ich da hoch? Nee, ich komme da nicht hoch, ne? Hier vielleicht? Ah ja. Haben schon gleich die ersten Knochen, ne? Hier. Ein Schädel. Mann, ist jetzt halt nicht mein priorisiertes Ziel, aber ich denke, wenn wir die Knochen so nach und nach mal finden werden, dann ist das ja auch nicht verkehrt, ne? Es gibt halt Hydromünzen. So, fahren wir jetzt eigentlich richtig? Moment, ich muss nochmal nachschauen. wir sind... Ah ja, okay, wir müssen jetzt hier links abbiegen. Und da vorne ist dann das Dörfle. Ich halte natürlich die Augen ein bisschen offen nach diesen Knochenfragmenten, aber...
Ob ich die jetzt alle finde, ist natürlich die andere Sache. Also ein paar Münzen können wir uns auf jeden Fall holen, ne? Wie gesagt, ich weiß bloß nicht, wie viel man dann beim zweiten Mal braucht. Es werden auf jeden Fall immer mehr. Und es sollen über 60 Stück sein. So. Und wir fahren mal ein Stück weiter. Upsa. So. Was ist mit dir? Du willst ein Ding hier? So. Ah ja, du willst die Kiste, alles klar. Und bitteschön. Thanks, I'm well chuffed. Jawohl, der hat dann gleich die nächste Kiste. Haben wir schon 750, das ist doch gut. Alice, zerstörte Außenposten. Na komm, schmeiß hin. Danke. Zerstörter Außenposten. Oh, schön. Das Wetterleuchten. Zerstört. Oh, das ist Shattered Outpost. Das ist ganz rechts unten im Südosten. Na gut, das heißt, wir fahren jetzt halt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich da unten fahren kann. Ich glaube, ich muss mich da eher an die Straßen halten, ne? Okay, dann fahren wir eben da nochmal durch die Stadt. Tut, tut. Ah, hier sind die Maschinen. Oh, da muss ich aber ganz schön viel rumdüsen. Also da darf ich dann nicht so wenig kaufen, weil wenn ich da dann immer wieder nochmal hinfahren muss. Ups, ist vielleicht nicht so toll. So, schauen wir doch mal, ob wir hier rechts rumkommen. Ansonsten... Ach so, da ist eine Grabungsstelle. Schauen wir mal vor, was die Grabungsstelle kostet. Hier ist die. Waterside heißt die. 5000, Land for Sale. Okay, die sind jetzt halt, warte mal, ist hier... Weil wenn da steht Waterside, ne, dass wir hier so einen Spot haben, der nur Wasser hat oder so. Okay, wir müssen allerdings... Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier werde ich anscheinend nicht rumkommen. Obwohl, durchs Wasser können wir ja fahren. Wasser ist ja kein Problem. Ich weiß jetzt nur nicht... Der wird halt befüllt mit Lava. Die Lavafälle. So, New Glade, sind wir wieder zurück. Und da vorne waren nochmal zwei neue Aufträge. Und das sammle ich jetzt halt alles gleich mit ein. Haben ist gut, ne? Warst du vielleicht einer von den neuen Aufträgen oder habe ich dich vorhin? 1,5 Nugget. Oh, das sind noch einige. Da oben ist auch jemand. So, ich habe halt noch keinen Wagen, ne? Auch ein Nugget. Habe ich dich schon? Nee. 43, 5 und 6, einen Ring. Ja, das wollen wir schon irgendwann, wenn wir das schon hinkriegen. Und dann war, glaube ich, noch mal einer, ne? Und das, wenn ich gewusst hätte. Achso, dich habe ich schon. Ah, noch ein Stück weiter. Noch ein Stück weiter auf der linken Seite. Du bist es, ne?
1,5 Nugget. Also ich denke mal, dass die Nuggets jetzt noch am einfachsten sind. Aber ich habe halt keine Waage. Das heißt also, eine Waage sollte ich schauen, dass ich möglichst bald mir hole. Habe ich dich schon? Ja, dich habe ich schon. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur der Straße folgen. Bis ans Ende. Na, dann machen wir das jetzt mal. Ich bin schon wieder verwirrt. Sorry. Ja doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also da wird auf jeden Fall das Quad hilfreich sein. Wenn ich dich schon sehe, ne? Aber ich, wenn ich dahin gehe, dann schaue ich, dass ich ein paar mehr Knochen auf jeden Fall habe. Ich weiß nicht, ob es da so eine Art Lageplan oder sowas gibt, wo man die Knochen überall findet. Keine Ahnung. Ein bisschen weiter rauszoomen vielleicht mal. Vielleicht sehen wir ja noch den einen oder anderen. So, ich glaube, wir müssen hier weiter. Vulkan wollen wir nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Spot ist jetzt, wo wir buddeln können. Ah, da haben wir noch einen Knochen. Ja, mit dem Rauszoomen sieht man das um einiges besser, ne? Ist da noch irgendwo? Hydrosaur-Arm. Der arme Arm. Also nachts wird auf jeden Fall dann Knochen gesucht, wenn ich mal Zeit habe dafür. Aber jetzt geht es erst einmal um Geld verdienen. Ne? Ja, ein bisschen Geld kriegen wir ja. Also verkehrt ist es jetzt halt nicht, wenn wir uns hier schon mal umschauen. Könnte durchaus sein, dass ich den einen oder anderen Knochen schon übersehen habe. Da oben ist nichts. So, wohin müssen wir jetzt? Jetzt haben wir hier... Hallo? Fährst... Achso, wenn ich auf E drücke, dann kannst du nicht fahren, ne? Hier geht es zu einem Spot. Dann steigen wir mal aus. Hier. Cinder Footing nennt sich dieser Spot. Der kostet auch 5000. Ja, die Spots selber, die sind nicht so teuer. Cinder Footing. Das heißt, wir müssen links rumfahren. Ja. Wo sind wir dann jetzt auf der Karte? Cinder Footing, okay. Und wir müssen genau links rum und dann fahren wir quasi genau in den Outpost. Ich denke mal, dass wir stark auf Fokus gehen mit den Aufträgen. Dass wir möglichst viel Geld zusammenbekommen. Sind ja auch. Ich glaube, hier sind keine Saudierknochen. Ich glaube, das gibt es nur auf dem festeren Land. Shattered Outpost. Ah, da haben wir den Elektronikzeugs. Das ist Shredder.
hitching around here waiting for my package. Ich schlendere hier herum und warte auf mein Paket. Du hast recht. Warte mal, was haben wir hier? You reckon you could get this for me? Ja, gib her. So, mal alles da sammeln. Einmal die Kiste for you. Thank you. Und du hast jetzt keine Kiste. Okay. Da gibt's ein Auto. Der Lava-Truck verwendet, um Objekte auf der Welt zu bewegen. Kann man dann im Lava auch fahren, oder? Haben wir schon 1200? Weil es heißt ja Lava-Truck. Und jetzt? Und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr, ne? Also ich denke, die hauptsächlichen Aufträge werden immer da in New Glade sein. Und ich vermute mal, dass der Spot, den wir bekommen, eben beim Dingsy ist. Warte mal. Hält die Karte? Ja. Dann klebt die nämlich da hinten drauf, dann brauche ich die nicht in der Hand halten. Ich glaube, dass das da oben der Spot ist, den wir haben. Lumberton Bluff. Okay, meinst du, so viele Münzen haben wir jetzt halt eh nicht, ne? Passt schon, da haben wir noch einen Spot. Wir könnten ja mal. Nee, mache ich nicht. Wir fahren jetzt da hoch. Ich denke, die Spots, die sind insgesamt relativ interessant. Mods Island. Ich glaube, hier wird man dann nur mit der Fähre oder sowas hinkommen. Vielleicht kommt ja da auch nochmal irgendwann wieder ein DLC. Kann ich mir gut vorstellen. Na gut. Fahren wir halt mal. Fahren wir halt mal zurück. Und auch das, dass wir jetzt ja schon einiges an Geld haben, schauen wir auf jeden Fall mal, was wir vielleicht schon kaufen können. Ups. Plötzlich drückt das Auto nach links weg. Ich schaue bloß noch ein bisschen wegen Knochen. Wir fahren jetzt einfach mal zurück zur Hafenstadt, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass das der Spot ist, an dem wir anfangen werden. Muss mich halt erst einmal wirklich orientieren, ne? Wo ist was? Okay, also da können wir zwar hinterfahren, aber ich weiß nicht, ob ich da bis zum Spot hinkomme. Wir können es ja mal probieren. Weil dann wäre das auf jeden Fall auch ein Weg, den wir einschlagen können. Okay, ist der höher gelegen? Komme ich da trotzdem weiter? Das ist dann die nächste Frage, ne? Aber finde ich schon interessant gemacht. Lumberton Bluff. Bluff für 5000. Nee, das ist also nicht gedacht dafür. Jetzt probiere ich das mal, ob ich mit dem Truck auch in die Lava fahren kann. Jawohl, kann ich. Kann ich auch aussteigen in der Lava? Hot, hot, hot. Touch Lava. Jawohl, ich kann hier aussteigen. Ist in Ordnung. Ich meine, wenn man in den Berg runterspringen kann, ohne dass einem was passiert, dann kann man natürlich auch in Lava steigen, ne? Naja, jetzt wird's heiß. Da weißt nicht, ob du schwitzen sollst oder frieren sollst. Aber der Spot ist ein wenig komisch gelegen hier mit den Rampen.
So, schauen wir mal, ob wir hier einfach rechts rumfahren können. Aber so wie es ausschaut, ja, ohne Probleme. Ja, passt. Aber dann ist es doch nicht der Spot. Dann ist es wahrscheinlich der Spot, der auf dem Weg liegt, ne? Da, wo wir das erste Paket abgegeben haben, das wird wahrscheinlich dann auch der erste Spot sein. Aber, so, da haben wir Juwelier. Aber wir brauchen Ausrüstung. Und ohne Ausrüstung ist nicht gut schürfen. Deswegen schauen wir mal, was wir bekommen können. So, das Sortierer. Hier. Das ist der Eisschmelzer. Hartsteinraffinerie. Versteinert Hartstein zu verwendbaren Blöcken. 340. Okay. Ich habe jetzt halt ehrlich gesagt keinen Plan. Ne? Also alles, was jetzt halt neu ist. Aber dann bin ich doch hier im Grunde falsch. Ich meine, ich habe jetzt bestimmt nicht so viel Geld, aber wir sollten schon mal gucken, was wir uns an Ausrüstung kaufen und leisten können. Und da vorne gibt es keinen Händler sonst. Puh. Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurückfahren in die Stadt. Und vorher schauen wir mal da vorne, ob das der Spot ist, an dem wir buddeln können. Es wäre interessant gewesen, ob ich wenigstens das Zepter vom König hätte mitnehmen können. Ne? Vielleicht hat es ja schon jemand probiert. Schreibt es gerne mal rein in die Kommentare. So, weil hier haben wir... Hier ist der Spot. Das kleine Eckelchen, ne? Und der kostet nichts. Dawn Rest. Jawohl, und da haben wir unsere erste Schaufel, der erste Eimer und so weiter. Allerdings brauche ich zum Waschen Wasser. Nee, fülle mit Eis und Lava, um Ressourcen zu schaffen. Um Ressourcen zu schaffen? Sag bloß, ich muss den in die Lava hauen. Aha. Dann brauche ich natürlich den Eimer, weil ich kann die Erde leider nicht direkt in das Ding hier reinkippen. Schneebälle. Schneeball. Ein werfbarer Schneeball. Wie kann ich denn den werfen? Yay, a Snowball Fight. Throw a Snowball als Erfolg. Das habe ich mir schon gedacht. Ah, Fackel. Ah, Fackel. Kann ich dich auch... das ist toll. Ich mag Fackeln. So, lasset uns den mal gucken und buddeln. Wie viel kann ich da reintun? 4 Schippen? Okay, 4 Schippen. Und dann kommst du hier rein. Und dann brauche ich nicht einmal mehr rühren und bekomme schon die ersten Clotium-Erz. Okay, ich weiß halt jetzt nur nicht, wie schwer und sowas, weil wir brauchen ja Goldnuggets und so. Golderz. Und dann haben wir hier das erste ungeschliffene Smaragd. Okay. Das ist natürlich schon gut. Vor allem ist es jetzt nicht nur einmal. Ne? Ich kann gleich insgesamt 4-mal hier rein schmeißen. Warte mal. Das müsste ja so auch gehen. Bisschen weiter noch.
Es könnte nämlich sein, dass das funktioniert. Jawohl, das funktioniert. Cool. Ich sehe zwar dann nicht unbedingt die Nuggets, die drin liegen, aber... Was ist denn da für eine Stelle? Aber ich brauche dann nicht immer wieder den Eimer füllen, wieder wegtun und so weiter. Cool. Okay, also soweit klar. Schneeschaufel. Okay, also das haut ganz gut hin. Jetzt brauchen wir im Grunde... Ich glaube, wir fahren jetzt nochmal zu New Glade und schauen mal, was wir da kaufen können. Zum einen geben wir gleich mal die ersten Knochen ab, dass wir die einfach weg haben. Weil, warte mal, New Glade, können wir da lang fahren, ne? Gleich mal gucken, wo es eine Abkürzung gibt. Hier drüber jumpen. Jawohl, das geht. Können wir dann hier eine Abkürzung nehmen. Und mit Lava muss ich auch das Auto tanken, also das ist schon, also gefällt mir total gut. Da freue ich mich jetzt richtig drauf, dann meine Industrie hier aufzubauen. Ups. Ja, ist ja gut. Ich sollte ja auf meinen Weg schauen und nicht die Augen abschweifen lassen. Jetzt haben wir gerade mal auf die Uhr geguckt, wie viel Zeit wir noch haben, weil mir rennt schon wieder die Zeit so davon, ne? Wenn man in dem, also wenn ich in dem Spiel bin, das ist... Kann ich da auch ein Stück hochfahren? Cool. Dann würde ich sagen, schmeißen wir doch da einfach mal den Kopf schon mal rein. Dann kriegen wir nämlich von ihm... Hab ich doch? Hä? Ach so, muss ich dir die Rolle geben oder was? Oh Gott. Jetzt die Rolle finden. Eisenerz, Eisenbarren, Golderz, Rubin. Hier. Neues Glade Museum. Geben Sie diese Notiz dem Museumsbewohner zurück, wenn Sie fertig sind. Ja, danke. Hätte ich mal vielleicht vorhin lesen sollen. Bitteschön. Dankeschön. Ja, wonderful. So. Aber das ist doch jetzt schon wieder eine andere. Oh. Das sind andere Tokens. 1000 Scout Guild Token. Sag jetzt nur, ich meine 12 werde ich nicht haben, aber wir können auf jeden Fall mal die Knochen, die wir haben, schon mal reinschmeißen. Was weg ist, ist weg, ne? Jetzt habe ich gedacht, ich bekomme halt hier Token, mit denen ich was kaufen kann. Okay, das sind jetzt ja 6 Stück. Was kriegen wir hier? Scout Guild Token. Oh, dann kann ich mit diesen normalen Hydro-Münzen tatsächlich nur das kaufen, was ich vorne... Okay, ja. Da muss ich natürlich dann erst einmal durchblicken, das ist klar. Aber gut, dafür haben wir jetzt schon mal sehr viel von dem Zeug. Dann lasst uns mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas kaufen können oder nicht. Ich glaube, nein. Doch, Lavatunnel. Wir können hier die Sachen kaufen. Edelstein kommt 930. Das ist halt schon heftig, ne? Wir haben insgesamt 1250 Hydromünzen. Was auf jeden Fall gut wäre, ist jetzt, wenn wir tatsächlich dieses Ding schon kaufen. Komprimiert geschnittene Edelsteine kann immer nur ein, genau, das ist im Grunde das gleiche Teil. Aber haben wir so viel Geld, dass wir dann auch den Hebel kaufen können, der sich wo befindet? Hier, 84, dann hätten wir jetzt 1014, nur dass wir den Kompressor haben.
Wir brauchen eine Pumpe für 36. Wir brauchen auf jeden Fall Lavatunnel. Also normalerweise packe ich das ja direkt aufs Auto hinten drauf, aber was haben wir gesagt? 1250. Also wir brauchen auf jeden Fall die geraden Tunnel. Ich muss das einfach so stellen, dass das passt. Aber es wäre definitiv wichtig, dass wir die Edelsteine, die wir jetzt halt ausbuddeln, auch sofort komprimieren können, weil dann haben wir nämlich da oben die Aufträge auch schon wieder. Den brauchen wir noch nicht unbedingt. Ventileinsatz ist, glaube ich, ganz okay. Reparaturen kann ich mir jetzt halt eh noch nicht leisten. Wir brauchen auf jeden Fall den Schleifstein. Ohne dem können wir die Steine dann nicht da reinschmeißen. Boah, 1250. Ich weiß halt nicht, ob das reicht. Das müssen wir gucken, ne? Jetzt hätten wir 1200. Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf. Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass das passt. Deswegen, ich kaufe das. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Bauhammer 42, Schaufel haben wir ja, Meißel brauchen wir jetzt noch nicht. Säge hast du wahrscheinlich eh nicht da, oder? Doch, du hast sogar eine Säge da, 143. Okay. Ja, und wir brauchen dann natürlich auch zum Schmelzen noch die Dinger. Deswegen wäre es, glaube ich, sinnvoller. Wir holen uns erst einmal das zum Edelsteinkompressen. Wir haben nämlich... Hier haben wir ein Golderz. Ich schmeiße es jetzt mal da hinten hin, das Golderz. Also die Nuggets. Da haben wir den Smaragd. Der kommt jetzt hier vorne hin. Ein Ring mit Eisenbarren-Smaragd. Den lassen wir dann hier. Dann haben wir hier einen Rubin. Den tun wir hier vorne mit hin. Eisenerz. Das sollten wir ja relativ schnell finden, aber ich habe jetzt keine... Ding, ne? Keine Waage. Eisenbarren. Rubin. Golderz. Eisenerz. Okay, also Eisenerz wird uns auf jeden Fall auch erst einmal ein paar Token bringen. Jetzt ist nur, zum Glück habe ich noch nicht gezahlt. Was kostet die Waage? Wo ist die Waage? Waage. Da ist die Waage. 146 für die Waage. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall zu viel. Das sind 1346. Zwei Rohre werden wir definitiv brauchen. Ich lichte die einfach wieder dahin. Also 74 sind es jetzt im Grunde zu viel, ne? Ohne dem können wir es nicht schleifen. Und kompressen können wir es leider nur mit dem Ding. Und das Ding bringt dir auch nur... Ich werde es jetzt so machen. Wir kaufen jetzt dieses Zeug. Ohne der Pumpe erstmal. Wir lassen die Pumpe mal noch weg. 1288. Gott. Okay, wir müssen erst einmal auf Nuggetsuche gehen, ne? Das hilft uns nichts. Wir müssen erst einmal Nuggets suchen. 1244, das wäre jetzt auf jeden Fall... Hauptsache, wir haben die Waage, dass wir die Nuggets auch wiegen können, weil sonst fahre ich da tausendmal hin und her. Was kriegen wir denn eigentlich für die... Scout-Gilde-Token. 1,5 Golderz. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das kann jetzt halt auch doof sein, dass ich das so mache. Wir stellen den nochmal weg. Wir stellen das nochmal weg. Ich würde sagen, dass wir... hier mal auf Masse gehen und vielleicht dann doch nur den Ofen für die Barren
natürlich mit dem Schmelzer. Genau, dann brauchen wir das da. Damit können wir dann gleich die ganzen Edelsteine vorbearbeiten. Und dann bräuchten wir entsprechend auch noch mal ein paar von den Waschpfannen. Ich würde sagen, 4 Waschpfannen zum Waschen von dem Material. 4 Stück, weil dann kann ich die 4 nebeneinander stellen. Ich hau die dann immer voll mit Schnee. Und passt. Dann haben wir ruckzuck nämlich einiges an Barren zusammen. Ihr kriegt schon die normalen Token, ne? Das sind die Hydromünzen. Warte mal, kriege ich jetzt da Hydromünzen oder was kriege ich jetzt da? Ich bin verwirrt. Nee, wir kriegen die Scout-Gilde-Token. Aber wie kriege ich dann die Hydromünzen? Wahrscheinlich beim Händler, ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir die Hydromünzen beim Juwelier bekommen. Gibt es hier einen Juwelier? Hier gibt es nicht einmal einen Juwelier. Bam, bam, bam. Okay, die Sachen, ich kaufe die jetzt. Ich kaufe die jetzt, die Sachen. Wir brauchen das auf jeden Fall für die Edelsteine. Die Waage natürlich zum Wiegen. Wir brauchen die hier, um unsere Steine zu waschen. Und dass wir dann gleich die ersten Barren schmelzen können, brauchen wir natürlich den Ofen und die Gussform. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Werkzeughalter brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Wo ich dann die Hydromünzen herbekomme. Weil anscheinend das sind die Hydromünzen und das sind ja die Scout Guild Token. Und die brauchen wir eben für die besonderen Sachen, ne? Das ist das Museum. Ja. Okay, Leute. Okay, Leute. Da müssen wir dann einmal wohin fahren. Wohin fahren? Ich muss mich erst einmal echt auskennen hier. Plan bitte. Doch, ich fahr richtig. Ja, wir müssen zu unserem Spot. Mal schauen, ob ich hier schon irgendwo früher nach oben fahren kann. Da ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Knochen. Ja, hier kann ich dann schon zum Spot fahren. Weil auch wenn das jetzt, wenn ich jetzt da 12 Teile brauche, davon hätte ich glaube ich nochmal eine, ne? Direkt neben unserem Spot hier. Was haben wir denn da? Wirbel. Den hat's herumgewirbelt. So, das einzige ist, ich habe jetzt halt nur einen einzigen Chip-Eimer, ne? So, weil euch kann ich dann nämlich da reinstellen. Ich hätte mir noch einen gleich mitkaufen sollen für die Münzen. Weil das Dumme ist jetzt, na gut. Gib mal her. Naja, gut. Ist in Ordnung. Wir lassen die hier stehen. Wir schnappen uns die Schaufel. Wir können die Nuggets jetzt erstmal hier in den Eimern liegen lassen. Warte mal, nimm mal den Eimer einfach mit. Schmilzt sich der durch den Schnee? Nee. Wir lassen die jetzt halt einfach mal hier. Oh, den hätte ich jetzt nicht reinschmeißen brauchen. Warst du das? Nein.
Warst du das? Ja, du warst es. Kann ich ja gleich draußen lassen. Dann haben wir unsere Schleifmaschine. Dann können wir dann nämlich schon mal die ganzen Steine hier vorbereiten. Und später dann bloß noch zusammenpressen. So. Warte mal, stell mal den ein bisschen weiter tiefer, wenn es möglich ist. Geht leider nicht. Ich habe noch kein Werkzeug und gar nichts, ne? So, hier den Barren-Dingsi einfach mal daneben. Dann haben wir die Waage. Die stellen wir jetzt mal zur Stelle, die ein bisschen tiefer ist, dass man mehr sieht von dem, von der Skala. Nee, ist egal. Dann stelle ich die Waage eben einfach so hin. Ich suche gerade meinen Punkt. Ah, doch, da ist er. So. Dann. Weil hier kann ich die hier, glaube ich, nicht direkt reinmachen, ne? Doch, kann ich. Oh Mann, das wenn ich gewusst hätte. Wenn man das hier direkt reingeben kann, dann ist das ja genial. Moment, ich mache den nämlich nochmal sauber jetzt. Das ist toll. Oder? Nee. Nee, das geht anscheinend doch nicht. Muss man alles erst einmal ausprobieren, ne? Nee, gut, hätte es jetzt nicht machen müssen. Schauen wir mal. Nee, es geht nicht. Der Schnee, der schmilzt im... Nee, doch. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Also es funktioniert. Also wir können hier direkt in die Lava den Schnee schippen. Und dafür brauche ich dann nämlich nicht einmal mehrere Eimer, sondern ich kann das tatsächlich hier mit nur einen Eimer machen. Ich kippe jetzt da nochmal ein bisschen was rein. So, einmal fallen lassen. Einmal ausleeren. Cool. Das ist cool. Ja. Dann können wir entsprechend gleich mal gucken. Was hast du an Gewicht? 0,3. Okay, da ist natürlich jetzt die Nugget-Größe, ne? Weil wir brauchen ja 1,5 und sowas. Ob wir das jetzt hier oben mit dabei haben, ist natürlich die Frage. Aber ich denke, wir müssen einfach zum Juwelier fahren. Müssen dem alles verkaufen, was wir an Erzen so finden. Liegt da noch was? Ja. Das war's. Gut. Dass wir die Hydromünzen bekommen. Deswegen würde ich auch sagen, wir fahren noch mal los. Gut. Gut, dass das beigeblieben ist. Also... Ich weiß, den Kristall kann ich nicht verkaufen, aber das ist mir jetzt gerade erst einmal egal. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Zeit nutzen und sammeln. Also buddeln. Und dann wirklich mal einen großen Batzen an Steinen zum Juwelier fahren, dass wir richtig viele Münzen bekommen. Jetzt bin ich immer gespannt, wie viel wir dafür bekommen, für das bisschen Zeug. Fahre ich jetzt richtig? Ja, ich fahre richtig. So.
Einmal raus hier. Einmal Eimer. Einmal. Servus. 60. Yes, okay, 60 Münzen für das Zeug. Ist in Ordnung. Nee, da musste den Eimer wieder runterstellen, musste dann die Münze nehmen, musste die da reinwerfen. Jetzt. Okay. Okay, gut, gut, gut. Dann werde ich mal ganz viel wegmachen von dem Zeug. Werkzeug bekomme ich ja hier nicht, ne? Sowas wie Rechen und sowas. Ich bekomme hier Werkzeuge. Waage hätte ich hier auch bekommen. Hartsteinraffiner. Ja, Schaufel. Schaufel bekomme ich hier, aber... Okay. Nee, dann passt schon. Dann werde ich hier nochmal ein bisschen was ausgraben und schürfen und so weiter. Deswegen werde ich hier auch nochmal Eimer mitnehmen. Einfach, dass da wirklich... dass ich das auch trennen kann. Also ich möchte nämlich dann Gold, Eisen und die Diamanten vor allem, die Edelsteine, die will ich dann auf jeden Fall separieren. Und ja, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf, freue ich mich drauf. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefallen hat heute. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.